Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. 3-Raum zu 2-Raum-Wohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche? Nicht. Neue Rutsche? Nicht. Neue Räume? Nicht. Ich träume? Nicht. Doch. Mach ich einfach? Nicht. Brauch ich aber? Entscheiden ist einfach. Nicht. Doch. Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe vom 7. Februar, liebe Zuschauer. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Tag und freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Und wir starten jetzt in unsere Sendung mit ersten Kurznachrichten. Am Hoyerswerda Foucault waren wieder die Energiefüchse im Einsatz. Das Hoyerswerda Foucault-Gymnasium kommt dem Ziel, die erste klimaneutrale Schule Deutschlands zu werden, ein Stückchen näher. Mittlerweile haben die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a insgesamt 6.027 Euro gesammelt. Mit den bisherigen Spenden lassen sich rund 2.500 Bäume pflanzen und einen geeigneten Platz haben die Jugendlichen auch schon gefunden. Bei Burg steht den Heranwachsenden ein halber Hektar Fläche zur Verfügung. Die ersten Stecklinge kommen am 20. März in den Boden. Unterstützung gibt es zudem von der Stiftung Wald für Sachsen. Angepeilt wird die Marke von 25.000 Bäumen. Dafür suchen die Schüler noch weitere Flächen zur Bepflanzung. Als symbolischer Akt wird im April noch ein Baum im Schulhof des Foucault-Gymnasiums gepflanzt. Der BASF-Standort in Schwarzheide soll ausgebaut werden. Dazu haben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens Uwe Liebelt am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Die Schwerpunkte bei BASF sollen in den Bereichen Produktion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit liegen. Unter anderem wurden darüber diskutiert, wie erneuerbare Energien in die Versorgung des Standortes eingebunden werden können. Hier müssten allerdings vom Land Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diesen Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beziehen, hieß es. Zudem wurde eine mögliche Unterstützung beim Ausbau als Logistikdrehscheibe für den kombinierten Verkehr, also Schiene und Straße, besprochen. Man wolle erster Anlaufpunkt in Deutschland sein, so Fuchs. Mit der Inbetriebnahme der niederschlesischen Magistrale haben die sogenannte Neue Seidenstraße erheblich an Bedeutung gewonnen. Auch in puncto Fachkräftesicherung soll Schwarzheide ausgebaut werden. Innerhalb der von Brandenburg initiierten Kompetenzregion Lausitz sei der Neubau eines hochmodernen Leistungszentrums Westlausitz vorgesehen. Hier sollen Aus- und Weiterbildungen für industrielle Berufe gebündelt werden. Nur wenig Bewegung gibt es bei der Zahl der Asylbewerber im Landkreis Bautzen. Aktuell leben hier 1611 Flüchtlinge, 84 von ihnen sind anerkannt, informierte am Donnerstag die Kreisverwaltung. Zu den Zahlen von Anfang Januar ist eine geringe Abnahme um 24 Personen zu verzeichnen. In den größeren Gemeinschaftsunterkünften sind in Hoyerswerda derzeit 505, in Kamenz 261 und in Bautzen knapp 255 Asylbewerber untergebracht. Die Stadt Kamenz hat am Mittwochabend offiziell den Sonderpreis des Wettbewerbes Ab in die Mitte, die City Offensive Sachsen, übergeben bekommen. Er beinhaltet ein Werbevolumen von 25.000 Euro auf Werbeflächen des Preissponsors Ströer. Erste Ideen wurden dazu vorgestellt. Am Wettbewerb hatte sich Kamenz mit einem selbstgestalteten digitalen Werbespot beteiligt. Der Beitrag mit dem Titel Tanz in die Mitte zeigte die soziokulturelle Belebung der Altstadt durch sportliche, künstlerische und kreative Aktivitäten aller Akteure im Verbund. Für die Lessingstadt war der Preis bereits der vierte, der innerhalb der City Offensive verbucht werden konnte.
In Cottbus und Chemnitz wohnen Studenten deutschlandweit am preiswertesten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Portals Immowelt. Während in den meisten Unistädten die Mieten für Wohnungen stiegen, wurde in Cottbus im Vergleich von 2017 auf 2018 sogar eine Reduzierung von rund 5% verzeichnet. In Dresden zahlen Studenten für bis zu 40 Quadratmeter 270 Euro. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man in München mit etwa 790 Euro. Berlin rangiert mit 470 Euro im oberen Mittelfeld. Mit 2,5 Millionen Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im vergangenen Jahr Projekte in Brandenburg unterstützt. Insgesamt 50 Denkmäler konnten bei der Sanierung mit finanziellen Zuschüssen bedacht werden. Dazu gehört auch das Schrotholzhaus in Lieske, das seit gut 2 Jahren umgebaut wird. Auf gut 300 Jahre wird das Bauernhaus geschätzt. Es soll als Begegnungszentrum ausgebaut werden. In Sachsen wurden von der Stiftung 700.000 Euro für 40 Projekte eingesetzt. Ein besonderes Förderprojekt war ein Umgebindehaus in Görlitz-Biesnitz. Im Görlitzer Klinikum ist eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden Fotos aus einem der ärmsten Länder der Welt, Bangladesch. Aufgenommen wurden sie von einem ehemaligen Arzt des Krankenhauses, der sich für die Hilfsorganisation German Doctors engagiert und bereits mehrere Einsätze in Asien und Afrika absolviert hat. Die Bilder sind bis Ende März in der Magistrale des Klinikums zu sehen. Noch bis zum 15. Februar können beim Landkreis Görlitz Fördermittelanträge zur regionalen Fachkräfteallianz eingereicht werden. In diesem Jahr stehen 180.000 Euro zur Verfügung, informiert die Kreisverwaltung. Gefördert werden Kooperationen von Hochschulen und Wirtschaft, Maßnahmen zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch der Aufbau von Netzwerken sowie die Durchführung von Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit. Ansprechpartner ist das Amt für Kreisentwicklung. Die Telefonnummer lautet 03581 66 333 02. Im Görlitzer Tierpark gibt es am 22. Februar die nächste Veranstaltung innerhalb der Gespräche für Senioren. Im Fokus steht das Thema Zoos im Wandel der Zeit. In einem Vortrag werden die Aufgaben erläutert, Konflikte dargestellt, aber auch über die Chancen gesprochen. Im Anschluss ist eine Diskussionsrunde geplant. Interessenten werden gebeten, sich im Vorfeld telefonisch unter 03581 66 93 000 oder via Mail an service@tierpark-görlitz.de anzumelden. Das Verkehrsmuseum in Dresden präsentiert aktuell in seinem Lichthof eine genreübergreifende Sonderausstellung. Die Garage Art zeigt extravagante Fahrzeuge der Custom-Szene und dazugehörige Kunst. Die Kollegen aus der Landeshauptstadt machen Appetit. Mit viel Gefühl lenkt Robert Redlich seinen von ihm restaurierten Oldtimer durch die Hallen des Verkehrsmuseums in der Dresdner Innenstadt. Dieses und weitere Fahrzeuge sind neben zahlreichen Kunstobjekten und Bildern Inhalt der neuen Garage Art Ausstellung, zu Deutsch Garagenkunst. Kunst und Automobil zu verbinden, liegt gar nicht so weit voneinander entfernt, so Kurator Florian Böhlicke. Und es funktioniert ganz gut zusammen mit dem bildenden Kunstkontext, weil wenn man mal genau in die Kunstgeschichte guckt und in die Kunsttheorie guckt, gibt es da ganz viele Schnittstellen. Also dieses Neukombinieren von Material, das ist ja eine Sache, die man bei der Malerei macht, die man bei der Collage macht, die man so ein Stückchen weit auch bei plastischen Arbeiten macht. Und genau das ist eben hier zu sehen. Tuning-Interessierte kommen bei der Ausstellung auf ihre Kosten. Die technische Geschichte der Fahrzeuge kann anhand vieler Fotografien nachempfunden werden. Ein Grund mehr, weshalb sich Redlich dafür entschieden hat, seinen Oldtimer im Museum zu präsentieren. Ich bin ja viel in der Tuning-Szene unterwegs, also wo auch moderne Fahrzeuge umgebaut und dem Kunden angepasst werden. Das hat schon einen großen Boom. Also die letzten Jahre kommt das immer mehr. Also auch moderne Autos werden viel mehr umgebaut, auch auf Luftfahrwerk zum Beispiel. Die Custom-Szene scheint auch in Dresden angekommen zu sein. Die Ausstellung möchte ihren kunstfertigen Umgang mit den Fahrzeugen würdigen. Es ist so, dass wir aber uns vor allem auf die Custom-Szene konzentrieren. Leute, die quasi Fahrzeuge modifizieren, Fahrzeuge umbauen und aus ihrem Fahrzeug am Ende sowas wie ein Kunstwerk machen, durch Neukombination von Materialien. Der Trend bei den jungen Autofahrern entwickelt sich hin zur Individualität. Ein nach den eigenen Vorstellungen umgestaltetes Fahrzeug steht mittlerweile hoch im Kurs. Tuning ist Kunst, da sind sich die ersten Besucher der Ausstellung einig. Ein Trend, den auch Redlich in seinem Arbeitsalltag bestätigen kann. Junge Leute wollen etwas Besonderes und gehen dadurch auch einen Schritt zurück. Also diese alten Fahrzeuge haben ja einen gewissen Wert und der verfällt nicht. Und das ist halt auch das Gute, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann ist es nach 10 Jahren halt kaum was wert. Und der Oldtimer oder der werdende Oldtimer, der steigt eigentlich im Wert.
Interessierte können die Fahrzeuge, Illustrationen und Malereien bis Ende Juli im Verkehrsmuseum bestaunen. Egal ob für groß oder klein, das Thema Mobilität wird auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Und in der Drehscheibe Lausitz geht es nun mit den Polizeinachrichten weiter. Die Polizei musste in der Nacht zum Donnerstag einen vermissten Jogger retten. Der Mann war seit dem Nachmittag im Waldgebiet Königsbrücker Heide unterwegs und bis zum späten Abend nicht wieder aufgetaucht. Nachdem die Suche auf dem Truppenübungsplatz erfolglos blieb, kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde der 30-Jährige nach Mitternacht unterkühlt, aber unverletzt gefunden. Der Mann hatte sich komplett verlaufen. Ein Fußgänger ist am Mittwochabend in Spitz-Kunnersdorf angefahren worden. Der 59-Jährige war auf der Staatsstraße unterwegs, als ihn offenbar ein VW-Fahrer übersehen hatte. Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. In Bautzen ist offenbar ein Feuerteufel unterwegs. Am Mittwochnachmittag wurde in der Parleckstraße abgestellte Pappe angezündet, ein wenig später ein im Treppenhaus abgestellter Schlitten in der Ostwaldstraße. In beiden Fällen entstand nur geringer Schaden, die Kriminalpolizei ermittelt. Am späten Mittwochnachmittag kam es in der Görlitzer Innenstadt zu einem lautstarken Streit zwischen ca. 6 deutschen und 10 ausländischen Personen. Die vorerst verbale Auseinandersetzung gipfelte in Tritte und Flaschenwürfe. Im Anschluss erstatteten ein 16-jähriger Deutscher und auch ein 15-jähriger irakischer Asylbewerber Anzeige wegen Körperverletzung. Ein 26-jähriger tatverdächtiger deutscher Staatsbürger konnte bisher bekannt gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Im Internet sind viele Betrüger unterwegs und trotz vieler Warnungen haben sie Erfolg. Wo man etwas genauer hinschauen sollte, weiß Angelika Große von der Hoyerswerder Verbraucherzentrale. Das Interview gibt es nach einer kleinen Pause. Bleiben Sie dran. Immer gut beraten mit der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Frisch sanierte Wohnungen in der Lieselotte-Hermann-Straße mit Balkon und Mietergarten, helle, lichtdurchflutete Räume, zentrumsnah und individuell zugeschnitten. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Tolle Wohnungen, super Kultur- und Freizeitangebote, Kita, Schule, Spielplatz, Stadtbus, Arzt und Krankenhaus. Alles gleich um die Ecke. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Liebe Zuschauer, rund um den CEFA-Internettag werden die unterschiedlichsten Veranstaltungen angeboten, um über die Gefahren im Internet aufzuklären. Wir sind heute bei der Verbraucherzentrale in Hoyerswerda bei Angelika Große. Der Umgang mit dem Internet, sind die Menschen immer noch so blauäugig, trotz der vielen Warnungen? Natürlich, daran wird sich bestimmt auch so schnell nichts ändern. Worin liegen eigentlich die größten Gefahren? Die größten Gefahren liegen eigentlich darin, dass man einen Vertrag abschließt, ohne das gewollt zu haben, um dann entweder mit merkwürdigen Waren bombardiert zu werden oder aber dann eine Rechnung zu bekommen für Dienstleistungen, die man nicht wollte und auch nicht abgerufen hat. Da sind wir ja schon bei den Abo-Fallen, da geht es ja auch immer ziemlich zügig. Häufig. Die Abo-Fallen für Partnervermittlungsverträge haben wir jetzt auf dem Tisch, wo man beispielsweise ein Angebot nimmt für 1 Euro in 14 Tage 1 Euro. Und dann stellt sich plötzlich raus, nach Ablauf der 14 Tage schnippt das sofort auf 90 Euro im Monat hoch und das für 6 Monate. Und die Rechnung, können Sie sich lebhaft vorstellen, ist dann nicht ohne weiteres gleich so zu akzeptieren. Nun gibt es ja auch viele Banner und Ähnliches. Wenn man da den falschen Button drückt, dann ist auch alles falsch. Das kann ganz schnell passieren, besonders beim Smartphone. Deswegen sagen wir, lassen Sie sich eine Drittanbietersperre reinbringen und da passieren solche Dinge dann überhaupt nicht. Ein großes Problem sind auch Fake-Shops. Es gibt aber so 1-2 Kniffe, die man beachten könnte, um sie zu erkennen.
Ja, besonders deutlich erkennt man es daran, dass die Preise doch deutlichst unter den ganz normalen Preisen liegen für gefragte Geräte beispielsweise. Und wenn man dann ins Impressum schaut, da steht wahrscheinlich überhaupt nichts drin oder eine ganz dubiose Adresse mit Postfach vielleicht irgendwo in der Karibik. Also da sollte man dann schon die Finger davon lassen. Das ist dann, wenn der Geiz vom Prinzip her teuer wird. Ganz genau so ist das, ja. Wir hatten die Abo-Fallen schon angesprochen. Online-Shops gibt es ja auch so mysteriöse, wo man auch in Gefahr läuft, das, was man bestellt, niemals zu bekommen, aber zu bezahlen. Ja, genau. Das kommt nicht selten vor. Gerade bei Waschmaschinen oder wir hatten es letztens auch bei Fliesenlieferung, dass man das bestellt hat, mit Vorkasse bezahlt und dann kommt nichts. Da muss man sehr aufpassen und vielleicht im Vorfeld mal bei den Foren recherchieren, ob da viele negative Berichte sind und dann besser die Finger weg, auch wenn die Preise sehr verlockend sind. Vorkasse ist aber heutzutage relativ Standard. Was sollte man beim Thema Vorkasse gegebenenfalls beachten? Da sollte man dann genau schauen, ist das ein seriöser Shop? Habe ich dann vielleicht auch die Siegel dabei, wie Trusted Shop? Dann geht das. Ansonsten, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, vielleicht doch einen anderen Vertriebsweg wählen. Ein großes Problem, was auch bei uns in der Redaktion sehr häufig auftritt, sind die Phishing-Mails. Die sind nicht ungefährlich. Die sind nicht ungefährlich, besonders wenn man dann gutgläubig auf die Links klickt, die dort mit angegeben sind. Und dann kann man ganz schnell dann auf eine falsche Seite kommen, vielleicht noch seine PIN und TAN eingeben und das war es dann ganz schnell. Welche Fallen haben wir noch nicht angesprochen, die Sie aber noch auf dem Herzen hätten? Also ich möchte wirklich appellieren, dass man genau wie im analogen Leben, im digitalen vorsichtig ist, sich im Zweifel das besser nochmal durchliest und nicht so schnell durch die Gegend klickt, sondern eben dann auch gewisse Vorsichten walten lässt. Frau Große, ich danke für die vielen Tipps. Dankeschön. Und damit willkommen zurück zur Drehscheibe Lausitz. Wir haben jetzt noch einmal kurz und kompakt Nachrichten aus dem Lausitzwelle-Sendegebiet zusammengefasst. Die Brandenburger Grünen laden zum Batteriegipfel ein. Am 21. Februar sollen in der Messe Cottbus neben Politikern auch Vertreter aus der Wirtschaft sowie Wissenschaft auf einer Fachtagung zum Thema diskutieren. Daran können auch interessierte Lausitzer teilnehmen, heißt es in der Ankündigung. Hintergrund des Gipfels sei die Ankündigung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass die Region als Standort für eine große Batterieproduktion in Frage käme. Zwar sei bislang nichts weiter passiert, jedoch wolle man mit den entsprechenden Akteuren und den Menschen vor Ort die Chancen und Risiken diskutieren. Der Eintritt zum Gipfel ist frei. Eine Anmeldung erwünscht. Den Link dazu gibt es auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Sachsen will 2,6 Millionen Euro für Präventionsarbeit in den Kommunen bereitstellen. Damit könnten in den Städten in Eigenregie beispielsweise Präventionsgremien eingerichtet oder Bürgerversammlungen und Wohnquartiergespräche organisiert werden. Auch die Ausrichtung lokaler Sicherheitskonferenzen mit Vereinen, Verbänden, Schulen und Kirchen seien denkbar. Ziel der Präventionsmaßnahmen ist es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern und auf noch breiterer gesellschaftlicher Basis gegen Kriminalität und Radikalisierung vorzugehen. Dabei werden neue Ideen und Lösungen mit bewährten Elementen wie Schulsozialarbeit, Demokratiestärkung oder Extremismusprävention verknüpft, erläuterte Innenminister Roland Wöller bei einem Treffen vor rund 250 Bürgermeistern in Leipzig. Sachsen gibt 20 Millionen Euro zusätzlich für den Hochwasserschutz. Das Geld bekommen Kommunen als pauschale Zahlung für die Unterhaltung von kleineren Gräben und Flüssen, informiert das Umweltministerium. Vor allem im ländlichen Raum gäbe es aus finanziellen Gründen große Defizite bei der Entkrautung und Pflege. Die Höhe der neuen Zuwendungen richtet sich nach der Länge der zu unterhaltenden Gewässer zweiter Ordnung. Pro Kilometer werden 500 Euro gezahlt. Das neue Dorfgemeinschaftshaus im Mittelhof des Rosenbacher Ortsteils Herwigsdorf nimmt Gestalt an. So ist die Fassadenerneuerung weitgehend abgeschlossen, die Trockenbauarbeiten konnten schon im Oktober beendet werden. Nach Inbetriebnahme der Heizungsanlage haben im November die Fliesenlegerarbeiten begonnen. Über die Gestaltung der Außenanlage soll laut Bürgermeister Roland Höhne aufgrund der Preissteigerungen im Baubereich neu entschieden werden.
unter dem Motto Bunt statt Blau ist jetzt eine weitere Auflage der Präventionskampagne gegen Alkoholmissbrauch gestartet worden. Das Thema bleibe ernst. 2017 mussten rund 200 Kinder und Jugendliche mit einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, erklärt Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch zur Eröffnung. Bis zum 29. März sind jetzt Schüler aufgerufen, Plakate zu gestalten, die klare Botschaften gegen das Komasaufen enthalten. Die besten Arbeiten werden prämiert. Mehr Infos gibt es im Netz unter www.dak.de/buntstadtblau. Für die Schieberker Tage in Bischofswerda werden noch Händler gesucht. Ausgeschlossen sind Angebote im Bereich Damen- und Herrenbekleidung, informiert die Stadtverwaltung. Bewerbungen werden nur schriftlich unter der Angabe des Warenangebotes, der Standgröße sowie des benötigten Wasser- und Stromanschlusses entgegengenommen. Zeit dafür ist bis zum 1. März. Die E-Mail-Adresse lautet kultur@bischofswerda.de. Rückfragen sind telefonisch unter 03594 78 61 56 möglich. Die Bewerbungsphase für ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich Politik startet ab dem 1. März. Junge Leute können in den verschiedensten Einsatzstellen einmal hinter die Kulissen schauen. Es gehe um politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, die Mitarbeit in einer politischen Stiftung, das Hineinschnuppern in ein Ministerium oder eine Stadtverwaltung sowie das Erkunden von Geschichte und Politik durch die Mitarbeit in einer Gedenkstätte, heißt es von der Sächsischen Jugendstiftung. Die Teilnahme ist in einem Alter von 16 bis 26 Jahren möglich. Gezahlt wird monatlich ein Taschengeld von 300 Euro. Der nächste Jahrgang im Freiwilligen Sozialen Jahr Politik beginnt am 1. September 2019 und ist für eine Dauer von 12 Monaten angelegt. Bewerbungsschluss ist der 1. Mai. Den Sport in Kurzform hat jetzt mein Kollege Lars-Henrik Wacker für Sie zusammengestellt. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hatte in dieser Woche zwei Testspiele gegen die Schweiz. Und mit dabei waren auch drei Förderlizenzspieler der Lausitzer Füchse, nämlich Maximilian Adam, Charlie Janke und Vincent Hessler. Zum Einstand von Neubundestrainer Toni Söderholm gab es am Dienstagabend in Memmingen einen 4:2-Sieg. Beim Erfolg lieferte Charlie Janke die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0. Am Mittwochabend folgte in Bietigheim gegen den gleichen Gegner eine 2:5-Niederlage für den Olympia-Zweiten. Die Lausitzer Füchse stehen in der DEL 2 vor einem komplexen Wochenende. Am Freitag geht es zum Tabellenführer, den Löwen Frankfurt, und die personelle Situation der Mannschaft aus Weißwasser bleibt weiterhin angespannt. Goalie Oliver Schmidt fällt mit einer Schulterverletzung aus, Geschäftsführer Dirk Rohrbach geht von mindestens 4 Wochen Pause aus. Da Ersatztorhüter Niklas Zoschke ebenfalls verletzt ist, steht mit Konstantin Kessler nur ein gesunder Schlussmann zur Verfügung. Für die Position im Tor findet sich aber dennoch eine Lösung. Förderlizenzspieler Maximilian Franzrepp von den Eisbären Berlin wird am Wochenende aushelfen. Denkbar ist auch, dass der 22-Jährige bis zum Saisonende den Kasten hütet. Neben Schmidt muss Trainer Coral Nielsen noch länger auf Roberto Geisler, Clark Breitgoitz, Jakub Kania und Jake Öster verzichten. Zumindest Jeff Hayes und Chris Owens sind nach ihren Erkältungen wieder im Training. Die Frankfurter konnten zuletzt 3 Partien in Folge gewinnen und stellen mit Adam Mitchell und Mathieu Toussignon 2 Topscorer der Liga. Bulli in der Eissporthalle Frankfurt ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag folgt wieder ein Heimspiel, dann ist der ESV Kaufbeuren zu Gast. Die Bayern rutschten nach 3 Niederlagen in Folge auf Rang 5. Außerdem hat das Team große personelle Probleme. Zuletzt fehlten 8 Spieler. Beginn in der Eisarena Weißwasser ist um 17 Uhr. Wir schalten noch einmal kurz zu den Verbraucherinfos und haben dann die Veranstaltungstipps und Wetteraussichten für den Freitag. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Musik.
Um den 8. Februar 2006 herrschte in Hoyerswerda und der Region Hochwasseralarm. Das plötzlich einsetzende Tauwetter und die zum Teil völlig vereisten Flüsse sorgten vor allem an Brücken und anderen Engstellen für kritische Situationen. Besonders hart traf es damals Tetschwitz. Der Elsterdamm wurde durchweicht und später überspült. Das Wasser suchte sich seinen Weg in den Ort. Um dieses abfließen zu lassen, wurde an einer Stelle in Richtung Geierswalder See der Deich geöffnet. Das Packeis wurde aus der Schwarzen Elster mit Baggern herausgehoben. Zum Teil waren mehr als 10 Feuerwehren aus der Region und 100 Kräfte des Technischen Hilfswerkes damals vor Ort. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Um 10 Uhr lädt am Freitag der Nachbarschaftshilfeverein zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad in Hoyerswerda ein. Im Natz in Hoyerswerda am Markt ist am Freitag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt geöffnet, es kann aber auch in der Holzwerkstatt gearbeitet werden. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda geht es am Freitag um die Themen Umwelt und Computertechnik. Um 14 Uhr beginnen auch die Proben im Kinderzirkus Varieté Hoi-Woi. Im Jugendclub aus Orsi in Hoyerswerda ist am Freitag Chilltag. Ab 14 Uhr können die offenen Hausangebote und der Internetpoint genutzt werden. Von 15.30 Uhr bis 19 Uhr ist freie Saalzeit, die DJs, Breakdancer und Sänger zum Proben nutzen können. Fototreff ist am Freitag im Flieshof in Hoyerswerda am Altstadtmarkt. Interessierte, die sich über ihr Hobby, das Fotografieren, austauschen möchten, sind vom Nachbarschaftshilfeverein herzlich eingeladen. Beginn ist 15 Uhr. Im Grünen Hain an der Hufelandstraße in Hoyerswerda können am Freitag Interessierte in der Strickgruppe mitmachen. Sie trifft sich um 15 Uhr dort. Eine Buchlesung, Die kleine Spree, ein Stück romantische Lausitz mit Professor Eberhard Garbe aus Gusdubrow und Dr. Peter Henning aus Ebersbach gibt es am Freitag im Seilers-Mohler-Haus in Losa. Es geht um die Malschwitzer kleine Spree, die Loser kleine Spree, die Burger kleine Spree und die Spremberger kleine Spree. Die Männer haben sie und auch die Sehenswürdigkeiten entlang ergründet. Daraus entstand ein Bildband, der am Freitag in einem Lichtbildervortrag vorgestellt wird. Beginn im Seilers-Mohler-Haus in Loser am Markt ist um 18 Uhr. Und zurück zur Sachlichkeit ist das Thema eines Diskussionsabends am Freitagabend um 19 Uhr im Bautzner Burgtheater. Es soll offen und konstruktiv miteinander über die Bautzner Gesellschaft gesprochen werden. Es moderiert der Dresdner Historiker Dr. Justus Ulbricht, der für die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung zahlreiche Diskussionsveranstaltungen in Sachsen konzipiert hat. Die Ergebnisse des Abends werden dokumentiert und auf bautzen.de veröffentlicht. Nachts ist Anfang vereinzelt noch Regen möglich, dahinter teils aufklaren, zum Morgen hin wieder wolkiger bei Tiefstwerten um 2 Grad. Am Freitag länger trocken und mitunter recht freundlich mit zeitweiligem Sonnenschein und Tageshöchstwerten bis 8 Grad. Der Wind weht allerdings recht frisch. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Sonntag häufig längere Zeit Regen, dazu zeitweise sehr windig. Es wird mit Höchstwerten bis 11 Grad am Wochenende allerdings auch sehr mild. Und das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, liebe Zuschauer. Morgen sind wir natürlich wieder für Sie da zur gewohnten Uhrzeit. Nachrichten finden Sie online, auch jederzeit im Netz auf lausitzwelle.de. Wir wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.